Welcome to the Raid Show. Schade. Was ist denn das? Der kann nicht mal einen Pass ganz normal zurückspielen. Schafft er nicht. Kann er nicht. Will er nicht. Also ist das schlechteste Spiel in dem Game. Mit Abstand. Kann nichts dagegen machen. Mein Gott. Zieh halt an. Mann. Servus und herzlich willkommen hier bei den Weppis. Ich bin der Franco, der Chris ist momentan noch in Amerika im Urlaub, der kommt aber nächste Woche wieder. Wir starten heute mit einer neuen Serie und zwar ist das die Community Buy for Sky Challenge. Wie das Ganze funktioniert, sage ich euch gleich vorab. Es geht heute um den Spieler Kevin De Bruyne und wenn ihr darauf Bock habt, das öfters zu sehen, einfach Bewertung da lassen. Positiv für ja, ich hab Bock, negativ für nein, ich hab keinen Bock. Damit wir Bescheid wissen, ob wir es nochmal bringen sollen oder nicht. So. Genug geredet, wir gehen rein. Wie funktioniert das Ganze? Das ist eigentlich relativ simpel aufgebaut und ich glaube, ihr werdet es auch schnell kapieren. Zuerst müsst ihr natürlich Follower sein auf Instagram bei uns, damit ihr nichts verpasst. Wir posten dann eine Story, wenn wir gerade Zeit haben zum Aufnehmen. Und zwar müsst ihr dann eine Story, ein bisschen auf die Story antworten mit einer Zahl zwischen 1 und 6. Das ist ganz, ganz wichtig, eine Zahl zwischen 1 und 6. Die ersten 11, also die schnellsten 11, die uns diese Zahl geschickt haben, sind dabei im Video und erstellen somit unsere Mannschaft. Das heißt, der Erste, wo uns was schickt, der gibt die Zeit an, zum Beispiel wenn er die Zahl 4 schickt, da brauchen wir 4 Sekunden, um die Aufstellung zu referen, damit wir die richtige Aufstellung haben. Danach die restlichen 10, die entscheiden dann die Positionen. Das heißt, zum Beispiel fange ich mit der Position 1 an, das ist Stürmer, da hat uns der Chris zum Beispiel die Zahl 2 geschickt, das heißt, wir gehen auf Transfermarkt, drücken auf Spieler suchen und dann hat die zweite Position, also den zweiten Spieler ist unser Stürmer. Den setzen wir dann in unsere Mannschaft rein. Und so geht es komplett durch. Gleich mal schon vorab, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch, ob wir Anforderungen stellen sollen, zum Beispiel nur Goldspieler, nur Bronzespieler, nur Special Cards und so weiter. Schreibt es einfach gerne rein, damit wir dann Bescheid wissen und das in der nächsten Folge dann mit berücksichtigen können. So. Steht die Mannschaft, dann kommt eine weitere Story heraus und zwar wollen wir dann, dass ihr uns einladet zu einem Spiel. Das heißt, die erste Spielanladung wird angenommen und der zockt dann gegen uns um 10.000 Vaponeten und diese Summe, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr die und dann könnt ihr im 3-Monats-Ranking ziemlich weit nach vorne hüpfen mit der Anzahl an Vaponeten und könnt euch dadurch sehr, sehr gut pushen. Ich würde sagen, genug geredet, ich glaube, das hat relativ leicht verständlich. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Wir fangen an mit der Aufstellung. Und zwar war der allererste, der uns das geschickt hat, der Leon Rauscher. Und der hat uns die Zahl 4 geschickt. Also Leon, Grüße gehen raus an dich. Wir starten, drücken auf L2 und referen. 1, 2, 3, 4. Und wir haben die 3, 4, 1, 2. Sicke Dreierkette. Alles klar. Wir setzen natürlich Kevin De Bruyne gleich mal ins ZM. Fangen dann an mit dem Stürmer und das war unterstrich Froni hat uns als zweites eine Anzahl geschickt. So, Stürmer haben wir eingestellt, wir gehen auf den Transfermarkt und dann gucken wir mal, die Zahl Nummer 2 hat sie uns geschickt, also pushen, Transfermarkt Nummer 2 und haben einen guten Schubert. Fabian Schubert kommt in unser Team, den setze ich, beziehungsweise holen wir uns natürlich gleich. 200 starke Münzen, der kommt mit ins Team, ein starker Spieler. Und dann machen wir weiter mit dem LM und da hat uns der Tobi 01 eine Zahl geschickt, die seht ihr jetzt. Und zwar die Nummer 5, also Tobi, gib uns was Gutes, 1, 2, 3, 4, Jason, man kennt ihn, ja. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Jason, läuft bei uns. Ja, läuft bei uns. Dann gucken wir mal, ob wir die Spiele bekommen haben und gehen weiter mit dem ZM und dem nächsten Stürmer. So Jungs, wir machen weiter und zwar der Simon-Kaiser16, eine alte Legende bei uns am Kanal, hat uns auch eine Zahl geschickt, die seht ihr jetzt hier. Grüße gehen raus an dich und wir sagen, wir gehen rein in den Transfermarkt, die Nummer 3 war das genau. Und dann gucken wir, 1, 2, 3 und der erste Goldspieler, Triussi, die hauen wir auf die Kandidatenliste.
In der UC hauen wir uns auf die Kandidatenliste und dann gucken wir weiter. Und zwar mit dem vierten Spieler. Und das war der Unterstrich Marlon.8, hat uns diese Zahl geschickt. So, Marlon. Und zwar die Nummer 5. Wir gehen rein in den Transfermarkt und suchen uns den fünften Spieler raus. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist Cyprien. Und der hat eigentlich relativ nice Werte. Den haben wir auch auf die Kandidatenliste. Und dann holen wir uns die zwei Jungs wieder und sehen uns gleich wieder. Wir haben uns jetzt Triussi und Cyprien geholt. Wir gehen weiter mit dem nächsten ZM und den ERM. Und den ZM macht der Daniel.Traktler. Auch der hat uns eine Nummer geschickt, die seht ihr jetzt. Vielen, vielen Dank, Daniel, fürs Mitmachen. Und du willst die Nummer 5. Das heißt, wir gehen wieder auf den Transfermarkt. Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist Gabi. Das ist Gabi, den haben wir wieder auf die Kandidatenliste und gehen weiter mit dem RM und der präsentiert oder wird präsentiert heute vom Marvin.JK7 mit dieser Zahl. Und zwar die Nummer 6. Ja. RM, Transfermarkt Nummer 6 und das ist Pardo. Auch noch nie gehört. Haben wir auch auf die Kandidatenliste. Dann hole ich mir die 2 und sehen uns dann bei den drei Innenverteidigern und dem Torwart. So, wir haben uns Gabi und Pardo in den Verein geholt. Jetzt machen wir weiter mit dem ersten Innenverteidiger und dem Torwart. Danach machen wir wieder einen Innenverteidiger, machen kurze Pause, damit wir wieder die gleichen Spieler am Markt sind und dann machen wir den letzten Innenverteidiger. Wir fangen an mit dem ersten Innenverteidiger und zwar hat präsentiert den jetzt der Nico.Kösters und zwar die Nummer 4. So, okay, wir gehen rein in meinen Verein, Transfermarkt natürlich. Erster Innenverteidiger, die Nummer 4 und das ist Felipe. Den haben wir im Verein, den haben wir auf jeden Fall im Verein. Den pushen wir gleich mal rein. Das weiß ich, den haben wir im Verein. Hier ist er, der Felipe. Und machen weiter mit dem Torwart. Der wird präsentiert vom Unterstrich Jan 0809 und zwar die Nummer 3. Jan, auch an dich, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann machen wir wieder Transfermarkt Nummer 3, 1, 2, 3. Und zwar ist das der Westwood. Wir haben auf die Kandidatenliste. Wir machen weiter mit der vorletzten Position. Und die wird präsentiert vom Dominik unterstrich Riedelecker. Vielen, vielen Dank auch an dich, Dominik, fürs Mitmachen. Und zwar wünschst du dir die Nummer 2. Dann schauen wir mal, was wir da kriegen. Und da kriegen wir die alte Legende Ruschmeier. Die alte Legende Ruschmeier, belastender Content, den holen wir sich gleich. Infernales Tempo und einen brachialen Schuss, ja, dafür ist er bekannt. Jetzt warten wir noch kurz eine Minute. So, wir sind bei der letzten Position angelangt und die wir präsentieren vom Gihan 193. Auch an dich, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. An alle anderen, es gibt wieder eine Chance. Also einfach immer Instagram abchecken, die Stories und dann seid vielleicht auch du beim nächsten Mal mit dabei. Wir gehen rein in die letzte Partie. Damit bist du verblödet oder bist du verblödet? Gian, du willst die Nummer 4. Geh mal rein in den Transfermarkt. Aktive Position, Innenverteidiger. Auf geht's. Nummer 4, das ist die 1, 2, 3, 4. Und das ist Fontaine. Fontaine, den haben wir auf die Kandidatenliste. Den packen wir dann ins Team. Dann warten wir, bis die erste Einladung reinflattert. Und dann geht's ins Gameplay. Bis dann. So Jungs, die Insta-Story ist draußen. Wir warten jetzt auf die Einladung. Wir haben 73er Teambewertung, 36 Chemiepunkte. Es wird ein schweres Stück Arbeit auf jeden Fall, den Sieg nach Hause zu holen. Gucken wir mal, wie das gegnerische Team aussieht. Wir haben die Einladung bekommen und zwar vom Sergeant Beast 11. Ging relativ flott. Dann würde ich sagen, dann gehen wir rein in das Ganze und schauen mal sein Team an. Und er hat, Lingard Footmess, SBC, Henderson und Koke im Tor einen goldenen Inform. Ja, also Food Champion spielt auch den Man of den Player of the Month. Salah hat er auch noch rechts stehen und ich bin gespannt, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel werden. Sehr, sehr starkes Team. Und wir sagen, wir pushen uns rein in die Partie. Auf geht's. Oh mein Gott, Jungs. Keine Chance. Also wirklich nicht einmal ein Hauch von der Scheiße. Nicht einmal ein Hauch von der Scheiße. Schaut's mal, ja. Schaut, da geht keiner ran am Ball. Da geht keiner ran am Ball. Ja, moin, hey. Oh, Jungs. Welcome to the Rage Show.
Welcome to the Raid Show. Gott! Wo spinnt der hin? Was ist denn das? Will mich der verarschen oder was? Da ist er hier. Schau! Was ist denn das? Oh, Eckball, Jungs, Eckball! Ja. Aber wer von den Nulpen soll da Tor schießen? Ich nehme alles zurück, Jungs. Bester Spieler EU West, Triussi. Eieieiei, Leute, eieiei. Aber zumindest haben wir mal einen Ehrentreffer gemacht. Auf der Jagd ist er. Der kann ja nix. Jungs, ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nichts dagegen machen. Oh Gott! Ja, Jungs, zweiter Treffer. Jetzt sind wir da. Jetzt haben wir uns eingespielt, Kappa. Was soll ich dagegen machen? Was bist du für einer? Unser Brose-Stürmer fliegt am Ball vorbei. Keine Chance, ich hab keine Chance. Null. Null. Partie ist vorbei. Stark gespielt, Kappa. Ja. 8-2 heißt es am Ende für unseren Gegner. Für den Sergeant Beast 11, also an dich, schreib uns bitte auf Instagram, damit wir dir die 10.000 Vaponeten aufs Konto buchen können. Ja, was soll ich dazu sagen? Schauen wir unsere Bewertungen an von unseren guten Jungs. Der Ruschmeier natürlich in der Mitte in der Verteidigung, genauso wie der Jafson und der Schubert, haben ganze Arbeit geleistet. Das mit der Dreierkette war natürlich sehr belastend, wenn man langsam hinten ist. Und ja, die ohne Chemie zu spielen, also ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich so schwierig ist, aber ich habe null, also wirklich keinen Auftrag gehabt, also wirklich immer einen Haufen von der Chance, immer einen Haufen von der Chance, man sieht es auch an der Statistik, 15 zu 10 Schüsse, 6 zu 3, schwierig, wirklich schwierig. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Search and Peace für das Game, GG natürlich an dich, verdient gewonnen, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten Verbesserungsvorschläge und so weiter in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, auf Wiederschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.